Der Marlon ist der erste Rastaman, der erste Jamaikaner, der erste Toaster, der erste Dancehall-King, den ich in Frankfurt kennengelernt habe. Also wirklich, ja, wie ich schon gesagt habe, knapp 23 Jahre. Und da war ich echt ein kleiner Junge. Ja, schon beeindruckend. Und Marlon ist ein sehr inspirierender Mensch. Also er, meiner Meinung nach, man kann nicht nur, also man kann fast nicht nur sagen Frankfurt, sondern auch ganz Deutschland inspiriert mit seiner Kultur und mit seinem Flair und mit seinem, wie soll ich sagen, halt mit diesem ganzen jamaikanischen Style, den viele Leute hier gar nicht so richtig gepeilt haben und kannten, sage ich jetzt mal. Den haben viele, viele, viele Leute über Marlon kennengelernt, was auf jeden Fall eine coole Sache ist.